Moment. Ach so, Moment. Was bist du für eine? Eiche, Eiche, Fichte. Oh. Ich habe mit Fichte gebaut. Okay. Sieht aber besser aus da drüben. Sei bitte keine Fichte, doch du bist auch Fichte. In dem Texture Pack sieht man sich, aber ich glaube, wir müssen dann eventuell, wenn wir Honeyball spielen oder so, müssen wir da eventuell nochmal was rausreißen. Ich probiere das gleich mal aus, Moment. Aber du bist keine Fichte mehr hier, oder? Auch noch? Wie viele Fichte haben wir denn hier drin? So. Okay, ganz kurz mal, Texture Packs. Das ist aber noch das 1.7 mal, deswegen nutze ich es auch nicht. Fertig, zurück zum Spiel. Oh. Oh, was habe ich da angestellt? Mal ganz kurz hier. Aber wisst ihr was, wir lassen jetzt das Honeyball drinne. Ich habe nämlich geguckt, die einfach alles, was halt nicht, was halt noch nicht Honey gemacht hat, ist noch im Default. Wir lassen jetzt einfach das Honeyball drinne. Kommt her, Hündis. Nein, halt nicht. Wir lassen es drin, fertig aus und dann hat sich das damit. Also mach ich das so hier. Ich spiele trotzdem noch am liebsten mit dem Honeyball. Wenn ich mir jetzt wieder die Grafik angucke, ja, oh, schön. So. 1.7. Ja, was ist 1.7? Was habe ich denn? Und da brauchen wir jetzt nochmal. So, 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 so. Obwohl, hier könnte ich theoretisch dann, weil hier wird dann die erste Etage zu Ende sein. Moment. Da, 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 da. So, dann reißen wir das Ding da raus. Komme ich jetzt nicht ran, okay. So, komm mal her. So. Und dann kommt da nämlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann kommt das wieder weg. Und dann hopp, 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 hopp. Das war falsch. Das auch. Das und dann kommt hier das. Und da kommt dann wieder der rein. Und Moment. Oh, das waren zwei Fallen. So, okay. Das Prozess aber alles hier auskleiden mit Holz. Und dann hacken wir Fenster rein. So, okay. Hier würde ich sagen. Also ich werde hier richtig viele Fenster reinbauen. Wir wollen die Pferde vor allen Dingen betrachten. Sieht das aus, wenn ich so ein großes Fenster hier reinhau? Ja klar, warum nicht? Dann kommt hier. Eine Doppeltür rein mit natürlich Holzboden. So. Das ist ein Fichtenholz. Kann ich mir eigentlich mal. Was ist ein Fichtenholz? Das ist ja nur halb so weit. Kann man die eigentlich wieder ganz machen? Nee, kann man nicht. Sollten wir vielleicht mal wieder einführen, dass wir die wieder zusammenzumachen können. Egal. So. Türen bräuchte ich.
Hast du schon? Ja. Mensch. Hier war noch Holz drin. Wir haben genug. Keine Angst, Freunde von die Nacht. So, machen wir uns mal noch. Zwei brauchen wir noch, gell? Da brauchen wir uns noch mehr als zwei. Mensch, Mensch, Mensch. So. Das kann erstmal raus. Und dann machen wir erstmal hier ein paar Türchen rein. Und das fliegt auch raus. Und das fliegt raus. Und noch eine Tür. So. Und dann mal das hier alles weg. Und eins und zwei. Und hier fliegt noch alles raus. Unpraktisch, das so zu machen. Dann fliegen hier noch Hauslabs rein. Hier kommt da auch Türen rein. Sehr schön. Haben wir eigentlich Sand dabei oder so? Nee, gell? Gar nichts. Und hier drinnen scheint wirklich nichts mehr zu wachsen, das ist sehr gut. So. Hat sich das geklärt. Und dann brauche ich das da. Und das Zeug, was ich hier gerade hingeworfen habe, hebe ich wieder auf. Wir wollen ja nichts verschwenden. Wie mach ich das hier jetzt dann? Hier ist dann der Ausgang. Müsste ja auch irgendwo rauskommen. Dazu brauche ich allerdings noch eine Tür. Noch eine Tür, noch eine Tür. Ist aber nur eine dann diesmal. Oh ne, es wird auch eine Doppeltür. Ist ein großes Haus, da kann man ruhig mal ganz viele Doppeltüren machen. So, die Leute hier haben auch ordentlich Kohle. Moment, wir müssen ja noch alles entfernen. Hundi, du stehst im Weg. Ah, gut, mit selbst mitgekriegt, dass du bist ein Held. So, und wieder schnell rein, bevor es Nacht wird, bevor es Tag wird. Hundi, es kommt hier. Er kommt. Na los. Die Fliffis sind im Trocknen, gell? Komm, du gehst nochmal einen kleinen Moment rein. Du bist auch im Trocknen. Du kommst mal her. Du wirst gleich im Trocknen sein. Und jetzt bräuchte ich mal noch ein paar Fakeln hier. Eins, zwei. Und dann hier weitergemacht. Ich hoffe, es kommen echt keine Monster jetzt. So. Hier bei uns im Hof. Das wäre ein bisschen doof. Jetzt sind wir einmal geschützt. Kämen Monster in den Hof, fände ich das ziemlich doof. Ne, jetzt sind wir einmal geschützt hier, das wäre nicht so doll, wenn die jetzt hier reinkommen würden. Übrigens mal so zur Anmerkung, wer auf Facebook gemerkt hat, dass ich zu den Folgen jetzt keine Beschreibung mehr mache, ich habe jetzt das letzte Vierteljahr zu jeder Folge wirklich jeden Tag eine Beschreibung gemacht. Ich habe das jetzt erst einmal sein gelassen, ohne große Ankündigung, aus dem einfachen Grund, auf Facebook habe ich zurzeit vielleicht den bei, also Leute, die mir auf Facebook da jetzt folgen, wenn ich da die Folgenbeschreibung reinpacke, das sind vielleicht zurzeit ungefähr drei Mann. Darum habe ich mir gesagt, also wegen drei Mann ist es eigentlich ziemlich Schwachsinn, dass ich da eine Folgenbeschreibung versuche reinzumachen. Darum habe ich mir gesagt, gut, lässt du es erstmal. Das kann ich ja machen, wenn ich, was weiß ich, wenn mir da wieder 20, 30 Mann folgen. Dann kann ich das eventuell wieder reinmachen, aber bis jetzt finde ich das doch ein bisschen sinnlos, deswegen habe ich es erstmal gelassen. Falls mir da jemand gerade zugucken sollte, der auf Facebook mir folgt und sich gefragt hat, hier ist die Erklärung, ich hoffe, nimmst du mir nicht übel, aber diese 30 Minuten meines Lebens kann ich dann auch sinnvoller verschwenden, wirklich, als für drei Mann da eine Folgenbeschreibung reinzupacken. Zudem das, was ich da beschreibe, ja wirklich nur der Inhalt von der Folge ist, die da rauskommt. Wenn man die Folge sieht, dann weiß man ja alles, was ich da beschrieben habe. So, jetzt bräuchte ich den Zauber kurz wieder.
Und jetzt bräuchte ich mal ganz kurz die Fackeln. So, da kommt noch Holz rein. Ich habe kein Holz mehr. Gleich aber wieder. So. Und da kommt auch noch einer rein. Und dann kommt hier noch einer hin. Und da noch. Huch! Wo? Oh, da, okay. Ich dachte jetzt schon, hä? Wie kommt der jetzt hier rein? Alter, so weit schießen? Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht mit den Creepern. Weil jetzt, wo ich weiß, dass das Zeug schwerer werden soll, habe ich heute das Gefühl, es ist schon längst schwerer geworden. Dieses Update ist schon längst in Kraft getreten. Weil, ist halt so, ne? Kommst du da wieder raus, Kleiner? Hab ich noch Zäune? Ein, ja, klasse. Wow. Ich hoffe, es kommt nichts von hinten. Bitte lass uns nichts von hinten kommen. So, Mensch. Ich hab die Ahnung, gleich kommt was von hinten. Gleich kommt's. Nicht zu nah an den Zaun rangehen mit dem Rücken. Werde ich bemerken, keine Angst. Habe ich noch ein bisschen Erde? Ja, okay. Kleiner, kommst du mal da raus? Juhu, komm da raus. So. Sehr schön. Uiuiui. Eps und weiter. So. So. Das Zeug hole ich mir jetzt nicht extra, das ist mir jetzt blöd. So, und dann hier noch. Ich glaube, hier sollte ich vielleicht auch noch einen Fall reinbauen. Das sieht ein bisschen sehr ungeschützt aus hier. Und dann werde ich hier unten, Moment. Bräuchte ich mal so ein Ding. Da unten kommt dann sowas rein. Obwohl, ich glaube, das ist vielleicht praktischer, wenn ich da unten. Einen Stein reinbaue, das sieht vielleicht besser aus. Ja, auf jeden Fall. Dann natürlich da auch noch einen rein, weil das muss ja überall so gestützt sein. So, und da hinten auch noch einen rein. So. Sehr schön, der ist das gestützt. Und wie sieht das aus, wenn ich eventuell hier und da noch einen habe? Ah, sieht gar nicht schlecht aus, siehst du mal. Siehst du mal. Das sieht gar nicht schlecht aus, wenn ich das so mache. Sehr schön. Okay, dann geht's jetzt weiter hier. Da hau ich noch keine Fenster rein. Weil sonst die Zombies hier durchkommen, weil ich ja kein Glas habe zurzeit. Hier kommen noch zwei rein und dann kommt Fackeln. Technisch kommt da und da was hin. Da was hin. Was? Oh. Hui. Ich habe so das Gefühl, nicht viele Hunde werden das hier überleben. So, da kommt auch noch einer hin. Ich muss jetzt mal mit den Fackeln irgendwie anders machen. Das sieht ein bisschen seltsam aus. 1, 2, 3. Huch! 2, 2, 2. Wie sieht denn das da so seltsam aus? Hier habe ich das so. Ach, siehst du, hier kommt jetzt da eine hin noch.
Dann muss ich die Tür wahrscheinlich noch ein Stück rüber verlegen. So geht das ja nun nicht. Dann kommt da noch ein Stück Holz rein. Und dann kommt da... So, sehr schön, haben wir das auch geklärt. Und dann ist hier auch hell in dem Raum. Und jetzt hier drüben mal geschaut. 1 und 2.